Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder an den Fernsehgeräten im Internet. Ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt. Worte, die uns sehr vertraut sind. Worte, die uns deutlich machen, wie wichtig die Jünger für Jesus sind. Wie wichtig die Anhänger Jesu Christi für die Welt sind. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn wir an Salz denken, dann denken wir sicherlich an ein gutes Essen, das entsprechend gewürzt sein mag. Ein Essen, das fad ist, das keinen guten Geschmack hat. Man wird es essen, wenn man hungrig ist und wird damit auch satt werden. Aber wenn ein Essen gut gewürzt ist, lecker angerichtet ist, wenn also die Gewürze das Fleisch gut durchdrungen haben, dann schmeckt das Essen noch viel besser. Und man wird sich wieder freuen auf das nächste Mal, wenn es wieder ein gutes Essen gibt. Salz ist aber im Evangelium nicht nur und ausschließlich gemeint als Gewürz, sein Geschmack verliert, sondern Salz wurde in der damaligen Zeit auch genutzt, um Lebensmittel länger haltbar zu machen. Kühlschränke, wie wir sie heute haben und die uns helfen, Lebensmittel auch etwas länger aufzubewahren, gab es damals noch nicht. Salz war aber damals auch sehr, sehr teuer und wertvoll. In diesem Zusammenhang jetzt das Wort Jesu zu hören, ihr seid das Salz der Erde. Nicht nur das Salz für ein bisschen Essen, für ein leckeres Mittagessen und leckeres Abendessen, sondern das Salz der Erde. Kostbar, wertvoll, ist ein wunderbares Bild und zeigt, Jesus braucht seine Jünger. Das Salz der Erde zu sein, das nur dann seinen Dienst tun kann, wenn es den Geschmack hat und nicht den Geschmack verliert und damit eine große Bedeutung hat, heißt auch, es kommt auf euch an, ob ihr diesen Dienst, den ich euch auftrage, auch erfüllt. Wenn ihr ihn nicht erfüllt, braucht man euch als Jünger nicht. Wenn wir heute den Dienst in der Nachfolge Jesu zu stehen nicht erfüllen, nicht von der Freude am Glauben Zeugnis geben, nicht einstehen für eine bessere Welt, nicht Zeugnis dafür geben, dass wir Jesus Christus folgen, nicht davon erzählen, dass wir im Gebet mit Jesus verbunden sind und den Gott, der alles geschaffen hat, als den einzigen Gott verehren, dann hat all unser Handeln, was wir tun, wenig Bedeutung. Salz der Erde. Es ist also nicht ein Selbstzweck, dass wir Jünger in der Nachfolge Jesu stehen, sondern es hat Dienst für die Erde. Das andere Bild, das Jesus hier nutzt vom Licht der Welt, das Licht leuchtet. Und es kann dann allen im Haus leuchten, so sagt Jesus, wenn man das Licht auf einen Leuchter stellt, dann kann es allen im Haus leuchten. Also eine dienende Funktion, für andere da zu sein. Ein Licht, das im Verborgenen steht, indem man einen Eimer, ein Gefäß drüber stülpt, hat doch gar keinen Sinn. Also es ist ein Dienst für andere. Auch der letzte Satz unseres heutigen Evangeliums, der letzte Vers, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und dann die Begründung und euren Vater im Himmel preisen. Es hat also nicht den Selbstzweck zu sehen, schaut mal, wie gut wir sind, schaut mal, wie gute Werke wir tun, weil wir so gut sind. Sondern wir tun die guten Werke, weil wir dazu den Auftrag bekommen haben von Gott, dem Vater im Himmel. Und dann soll man uns nicht preisen an erster Stelle für gute Werke, sondern Gott sei Dank, im guten Sinne des Wortes, Gott sei Dank. Gott, wir loben dich, wir preisen dich für das Gute, das in der Welt getan wird durch Menschen, die in deiner Nachfolge stehen, die sich Christen nennen, die Freundinnen und Freunde von Jesus Christus sind. Gott, den Vater zu loben, sich dafür einzusetzen.
Geschmack zu bringen, dass die Menschen Freude haben an Gott, dem Vater im Himmel, durch uns, seine Kirche. Das ist unser Auftrag. Wertvoll und ganz wichtig. Gleichzeitig aber auch, wenn wir diesen Dienst nicht tun, hat es alles keinen Zweck. Also eine große Verantwortung, die Jesus seinen Jüngern und damit seiner Kirche und damit jedem Einzelnen von uns, aber auch uns als Gemeinschaft gibt. Ein großes Vertrauen, das er in uns hat. Ein wichtiger Dienst, dass wir seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein dürfen. Versuchen wir am heutigen Tag, gute Werke zu tun. Mögen sie in unseren Augen noch so klein sein, aber dass sie hinweisen auf das Große, das Gott uns geschenkt hat, damit die Menschen dankbar sein können und Gott, den Vater im Himmel, preisen. Amen.